Der HCB Südtirol kommt mit einer 1:0 Serienführung nach Snymo. Die Italiener konnten bislang alle 5 Saisonduelle gegen die Tschechen für sich entscheiden. Und die Foxes erwischen in der Nevoga Arena einen Topstart. Berdero trifft nach einer frühen Strafe gegen Doherty. 20. Saisontor für Berdero. Danach die Tschechen sehr bemüht auszugleichen. Sie verzeichnen mehr Schüsse. Ein Treffer liegt förmlich in der Luft, aber er will nicht und nicht fallen. Unter anderem scheitert auch Rob Flick am hervorragenden Irving. Mit einem knappen 0:1 Rückstand gehen die Roten Adler somit in die erste Pause. In Abschnitt 2 kassieren sie dann wieder sehr schnell einen Gegentreffer. Daly probiert's mit dem Blue Liner und der schlägt ein. Nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn ist das 2:0 für den HCB Realität. Danach agieren die Foxes defensiv sehr konzentriert, lassen kaum etwas zu. Und wenn doch, dann ist Irving zur Stelle. Beide Teams kassieren in einem hitzigen zweiten Abschnitt viele Strafen. Es gibt aber nur wenige Abschlüsse zu bestaunen. Im finalen Drittel erleben die Bozener dann ein Déjà-vu der außergewöhnlichen Sorte. Denn diesmal dauert es nur 39 Sekunden, bis es wieder hinter Lasila einschlägt. Gigliatti mit seinem 13. Saisontreffer. Die Südtiroler zu Beginn von allen drei Abschnitten mit einem schnellen Tor. Knapp 2000 Zuschauer hoffen nach dem 0:3 noch auf ein Comeback des Heimteams. Aber Mikli scheitert denkbar knapp, trifft nur Metall. Gegen defensiv starke Italiener ist für Snymo an diesem Abend nichts zu holen. Hier ist wieder bei Irving Endstation. Kurz vor dem Ende fällt zum Drüberstreuen noch ein weiterer Treffer für die Gäste. Anil ist im 5:3 erfolgreich und stellt den Endstand von 4:0 her. Nach der Sirene sehen die Zuschauer dann noch eine Massenkeilerei. Der Frust bei Snymo muss raus. Der HCB Südtirol feiert in seinem 60. EBL-Playoff-Spiel einen Shutout-Sieg. Der überragende Irving hält die Null. Die Bozener holen sich damit eine 2:0-Führung in der Serie, die am Sonntag aufgrund des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt wird. I don't think we played a hockey game today. I think it was a circus. I haven't seen that since I was back playing junior hockey 30 years ago. And the stuff that went on, you know, I really don't have a comment on the game itself. It's good that we found a way to come out and win the game and get the victory.